Ich glaube, ihr seid genau die Person, die ich brauche. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. War das nicht ein D drauf hörst? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und okay. Hier kommt ihr ins Spiel. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? So. Hermas Schande. Ich will nicht warten. Hermas Schande. Nehmen wir mal ein. Gucken, ob der Hund schon hier ist. Aber ich müsste ja in Ewigkeiten hier warten. Hier, Dina. Ist das alles, was ihr könnt? Oh. Vorsichtig. Vorsichtig. Der Blitze, ja. Oh, nimm alles. Nein, Eisenteil. Da brauchen wir nicht weiter. Gut. Aber kurz mal. Ja. Hallo. Warum ist das hier eigentlich kalt drin? Ist da jemand? Weiter in die Heilung anwenden. Junge. Du alter Vampir. Hm? Ja, Ori wollte ich den jetzt nicht. Hm? Gucken, was er hat. Das ist der Himmelschmied. Das sind die alle hier Waffen aus dem Himmelschmied. Mietisch. Truhe. Dietrich nehmen wir, das nehmen wir. Eine. Geh ich mal hier? Nee. Nichts Schönes dabei. Weiter. Das war's.
einfach nur eine Zwergenachse gehabt. Okay. Euresgleichen hat keinen Platz hier. Töten. Wieder frei. Ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Okay, ja, wirklich auf den Boden, um ihren Kopf abzuschneiden. Gut. Der liegt aber ganz gut. Bandit. Mhm. Hier. Noch ein Bandit. Hier unten geht's auch weiter. Gut. Wir gucken erstmal hier auf den Tisch. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Sag mal hier. Hi. Zufallsfilme. Buch der Teder. Was? Nehmen wir mit. Gut. Gibt's nichts weiter. Dann machen wir hier oben weiter, kurz mal. Hier bin ich auch noch eine Höhle lang. Aber. Särge, also ich denke mal, hier schlafen sie. Mal hier. Buch. Na, ich wollte eigentlich das Buch. Ich wollte eigentlich. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir nicht. So. Ich brauche was zu essen. Käse-Ecke, du. Die haut doch ganz schön rein. Okay, vielleicht war es auch die gegrillte Hühnerbrust. Mhm. Schön Ring, naja. Eine Spinne. Salz, ja, immer. Gewöhnlicher Seelenstein, ja, immer auch. Herz von Nirn. Stadt der Steine. Ja. Oh, cool. Feiner übersehen. Ja. Ist jetzt auch behaart hier, naja. So, und weiter geht's. Also, ist hier noch mehr? Ist da jemand? Ja, Mensch, schön. Okay. Nehmen wir. Der Rest ist nicht schön. Weiter. Haufen. Noch ein Ascherhaufen. Eisen des Sammeln. Beschwörung, nehmen wir mit. Und hier der Papiermeister. Machen wir hier noch was? Schon mal aufmachen.
Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Mhm. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralf-Felsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Axt der Reue. Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsene verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Mhm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Mhm. Reifeisenhöhle entdeckt. Ah, okay. Sind wir auch am Arsch der Welt hier hinten. Aber naja. Mal gucken, was da drin ist. In Feueratronor, mitten im Eis. Wow. Zauber und Todbeschwörung, Magie, Stab der Kettenblitze, ne, nehmen wir mit. Aber geht's nochmal noch weiter. Axt der Reue. Die haben wir schon mal. Denkst du, ich gehe jetzt hier nicht weiter, oder? Achso. Okay. Apfelkuchen, Süßkuchen haben wir. Beschwörung nehmen wir mit. Nein. Dieser Hund, ja. Was? Brauchen wir nicht. Mal hier noch. Mhm. Logikgriff. Alchemie. Probe. Geldbeutel. Ach, Lavendel nehmen wir auch mit. Ach, dieser Hund, der, wenn der mich die dunkelste Dunkel, Wolfskönigin. Hm,
Piratenkönig, der. Aha. Ruine. Er sieht von irgendwen. Über die Flamme. Cheogura, Tanz im Feuer. Ein Kuss, liebste Mutter, okay. Gut. Wir haben die Axt. Die Axt ist nicht das Einzige, was der gute alte Clavicus besitzt. Gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind, gehört die Maske von Clavicus Wiele euch. Mhm. Natürlich geschlafen, aber... Nee. Ihr habt die Axt und meinen Hund. Großartig. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Ihr habt die Axt. Ihr habt die Axt. Und meinen Hund. Großartig. Ja, hoi. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. So, wir nehmen aber die Axt. Und ich könnte den Geist des armen, toten Barbas in mich aufnehmen. Dann wären wir trotzdem wieder vereint. Und ich bin mir sicher, Barbas will nicht, dass ich die Axt bekomme. So hätte er es sicherlich gerne. Ihr habt die Wahl, Freund. Wir vertrauen darauf, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Befreit ihn von unserem Elend. Wartet mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Die Axt ist nicht das Einzige, was der gute alte Clavicus besitzt. Ja, wir nehmen trotzdem erstmal nehmen wir die Axt. Der Reue. Wartet mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Okay, was denn? Die Axt ist nicht... Gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind, gehört die Maske von Clavicus Wiele euch. Ja! Ja, jetzt kann ich seinen Körper in mich aufnehmen und meine ganze Macht zurückgewinnen. Und ich muss mir sein Gejammere nicht mehr anhören. Oh, natürlich. In 100 oder 200 Jahren kommt er wieder. Aber denk nur an den Spaß, den ich bis dahin haben kann. Okay. Viel Spaß mit der Axt und macht euch um den armen alten Barbas keine Sorgen. Er hätte sich wirklich einen besseren Freund aussuchen sollen. Okay. Mhm. So sind die auch beide wieder zusammen? So. Nun. Ihr habt die Axt und meinen Hund. Ja, großartig. Erzähl weiter. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Nee, irgendwie nicht. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder?
Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Nein, will ich aber nicht. Nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Ja. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, ja. Und findet Herrchen. Herrchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, Clever. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht zeigt. Ich habe euch vertraut. Jetzt vertraut ihr mir. Okay. Ah, sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so Langweiliges gewünscht habt und ich den Clever wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Ja, ich muss schlafen. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht solltet ihr in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte. Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. Wiele, ne? Ah. Die Maske von Clavius Wiele. Ah, okay. Somit, die Maske wollte ich eigentlich haben, die Axt nicht so gerne. Also haben wir dieses auch geschafft. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.